Moin ihr Füchse da draußen und willkommen zurück im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und wir spielen immer noch Bioshock Infinite. Letztes Mal haben wir bei der Hand of the Prophet aufgehört und zwar hier in diesem Steuerpültchen, womit wir diese lustigen, komischen, was auch immer, Drop-Dinger von der Line holen können, um auf die nächste höhere Etage zu kommen, um dann irgendwann wahrscheinlich ganz oben dem Propheten zu begegnen. Wir werden damit auch direkt mal weitermachen. Ich musste das Spiel leider wieder neu laden. Bedeutet, es kann sein, dass unsere Anzeigen, was Munitionsstand und so angeht, nicht mehr ganz stimmen, weil ich gerade den letzten Stand nochmal nachspielen musste bis hierher. Ist, denke ich mal, nicht so schlimm. Wir starten direkt weiter los und machen dann mal hier die Skylines frei. So räumen wir sie frei. Ich habe die Saat des Feuers gesehen, die das Sodom unter uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird. Aha. Aber nicht ich werde das Banner den Berg hinauftragen. Diese Aufgabe obliegt dir, Elisabeth. Sie obliegt dir. Nicht, wenn wir das verhindern können, ne? So, oh. Die Skyline ist frei, Booker. Ja, wir gehen direkt mal hoch. Ich muss mich erstmal wieder an meine lustige Google-Tastatur gewöhnen. Oh. Na, und los. Den Röhrchen fahren. Komm mit! Auf einer Seite unseres Lamms steht der falsche Hirte. Auf der anderen die Überreste der gotteslästerlichen Vox Populi. Wer von euch Männern kehrt nicht freudig heim zu Gott, damit sie ihr Schicksal erfüllen kann? Freut euch! Freut euch! Der Tod hat keinen Stachel! Okay. Das wird sich zeigen. Ja. Wir sollen erstmal abwarten, bis wir hier fertig sind. Oh. Und wir können mal unsere Raben auch mal wieder benutzen. Hier für die normalen Popelgegner lohnt sich das schon fast gar nicht. Wow, what the fuck war das? Wer tut mir hier weh? Oh, da ist schon der Nächste. Hier, bitte! Dankeschön, Elisabeth. Wow. Oh, gehst du mal kaputt hier? Da ist die Steuerung. Schaffen wir die Kapseln von den Strecken. Moment, das geht mir zu schnell. Ich muss mich auch hier ein bisschen umsehen, ne? Lass mal gucken. Hier gibt es Raketenwerfer, Panzerfäuste. Was haben wir hier? Oh, Maschinengewehre und ein Karabiner. Aber wir scheinen voll zu sein, was Karabinermunition anbelangt. Insofern brauchen wir das nicht. Hier gibt es ein bisschen Salz. Wow, okay. Dann gehen wir mal hier entlang. Hier gibt es nichts. Oh, mein Drehergehuckel ist immer noch da. Aber es ist nicht mehr ganz so schlimm. Ich hoffe, es sind nicht mehr, also es dürfte nicht mehr allzu lang sein. Ich hoffe, das wird sich jetzt nicht auch noch hier dicker einstellen. Das muss echt nicht sein. Der Zugang zum Oberdeck ist blockiert. Es geht nur per Skyline. Ja. So eine Überraschung. Lass mich doch erstmal hier looten, Frau. Oh. Gut, mehr gibt's. Ja. Ist doch so Prophet-Figürchen sind, ey. Oha. Gut, wir gehen direkt weiter. Verlassen wir diesen furchtbaren Ort. Machen wir mal Skylines frei. Ich habe irgendwie das Gefühl, weiß nicht, das war zu kurz. Geht bestimmt gleich noch was ab. Wofür brauche ich vor allen Dingen, jetzt liegen hier überall noch diese Dinger rum, wofür brauche ich die denn noch? So viel kann hier ja, oh, jetzt nicht mehr passieren. Was denn? Flakgeschütz, da drüben! Oh. Oh! Da drüben. Warum sinken die so langsam? Ich weiß nicht. Wir müssen abwarten. Aua, das tut ganz schön weh. Wir sollten mal irgendwo in Deckung gehen erstmal. Ein Viertel der Kapseln ist weg. Mehr nicht. Okay. Der Transporter. Ja, ich arbeite daran. Wo ist der Dicke hin? In seinem Flak da. Patriot! Was? Wo das denn? Oh, wunderbar. Ich brauche Elektrizität. Die Hälfte. Oh. Hier, kaputt! Es war ja klar, dass das nicht so einfach gehen wird. Munition, hier! Oh ja, das kann ich gebrauchen. Die Paddy-Scheiße. Dankeschön. Ich muss mich jetzt um den Fetten kümmern. Wo ist der eigentlich? Ja, hörst du mal auf. Oh mein Gott. Das zieht sich ganz schön. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Ja, noch einer. Oh, scheiße. Ich versuche mal die Patriots. Jetzt! Yes. Okay! Aua.
Ich glaube, mein Punkt hier ist nicht so toll. Wie lange dauert das denn noch? Okay, wir haben es geschafft. Die Strecken sind frei. Da brauchen wir uns den Patriots und so nämlich gar nicht erst stellen. Es mag sein, dass ich sie besiege, De Witt. Aber sie hatten immer schon einen Hang zur Selbstzerstörung. Wer weiß, vielleicht kommen sie mir ja zuvor. Du bist tot. Deck 3, alles klar. Oh, es lädt neu. Vielleicht ist es ein kleineres Gebiet mit weniger... Ein Deck noch. Das übernehme ich selbst. Nein, ich komme mit. Okay. Das eine Deck schaffen wir auch noch. Wenn ihr im Hintergrund meine Katze so ein bisschen miauzen hört, keine Ahnung. Ich glaube, sie sieht gerade irgendwelche Vögel und meint deswegen, oh mein Gott. Okay. Das ist immerhin ein kleineres... Wörtchen, das scheint, nicht so da zu hochkommen. Finde ich gut. So, hier sieht das wieder mal verdächtig ruhig aus, aber hier sind Skylines drin. Das ist schon mal nie gut. Und hier gibt es Gesöff. Die ich beide nicht brauche. Wir schalten erstmal auf 3. Was gibt's denn hier? Karabiner. Okay, da bin ich versorgt. Und das Salvengeschütz. Das benutze ich ja so ungern. Wir wechseln erstmal auf unseren Revolver. Oh, dann gehen wir. Ne, bleiben wir erstmal beim Karabiner. Ah ja, alles klar. Guten Tag. Und da hinten krieg ich auch noch. Ich habe meine Maus inzwischen ordentlich eingestellt. Jetzt kann ich auch mal wieder was treffen. Oh nö. Ich stehe ja auf alles, aber nicht auf... Wo ist mein Feuer? Feuer! Blitz meine ich. Oh mein Gott, ich hasse diese Viecher. Oh, er kommt hoch. Das ist schlecht. Oh, weg. Ja, halte dir dein Herz zu, ich bin mir Wayne. Au. Ah. Oh nein. Oh, hier, Blitze. Oh, Scheiße. Oh, ich glaube, ich muss erstmal abhauen hier. Skyline ist weg. Wo ist die Sau? Oh. Geh kaputt! Ah. Noch eins. Oh. Okay, wir fahren einfach weg. Das hat einiges an Munition gekostet. Okay. Jetzt gehen wir erstmal wieder ein bisschen hier in Deckerposition. In Deckung. Und dann kümmern wir uns noch um den restlichen Gesocks. Was ist das? Ein Raketenautomat. Na, nimm mal her, das Ding. Oh, Salz. Dankeschön. Oho. Noch mehr von den Dingern? Ich weiß nicht, was wir damit noch sollen. Was denn hier hinten los? Ui. Ich noch. Jetzt können wir wieder auf meine Raben wechseln. Ah, komm schon. Ich will doch nur den Propheten besuchen. Warum müsst ihr mich so aufhalten? Nach allem, was wir durchgemacht haben, sind wir doch schon so eine Art... Homie-Kollegen oder so. Also, der müsste uns doch hier eigentlich empfangen. Oh, was ist denn hier los? Oh, jedes Mal erklärt er mir, was Ausrüstung ist, ey. Hosen, Geisterposse. Beim Töten mit einer Kräftefalle besteht eine 50%ige Chance, dass die Waffe deines Feindes ein paar Sekunden lang eine geisterhafte Verbündete wird. Hatten wir das nicht schon mal? Kann natürlich sein, weil ich jetzt hier so ein Kapitel geladen habe, dass er das nicht so ganz reilt. Ja, nehmen wir mal mit. Okay. So. Ich guck mal gerade im Menü, was wir denn so an Ausrüstung tragen. Ne, das passt aber. Blut zu Salz. Hm. Sehr seltsam. Okay. Hier macht das immer noch Musik, obwohl ich hier... Los! Fertig! Komm her hier. Gut. Ich kann mal nochmal looten. Ich kann ihn hören, aber ich sehe ihn nicht. Was geht hier vor? Oh. Okay, es sieht nicht, aber es schießt nicht auf mich. Wow. Oh, es sind Raketenidioten. Ich kann gerade nicht kommentieren. Oh, stirb. So, jetzt geht's. Geh kaputt da hinten. Ah, das ist... Ich treffe endlich wieder was. Das ist sehr angenehm. So, hier noch einer. So, jetzt ist, glaube ich, Ruhe. Gut, dann können wir uns erstmal umsehen. Das ist alles kaputt. Guten Tag. Hier ist nicht mehr viel los.
Hier geht's nur noch. Diese Skyline bringt uns zur Kabine des Propheten. Okay, da sollten wir uns vorher nochmal ausrüsten. Ich hoffe, hier gibt's Munition. Ich denke, das werden wir benötigen. Jetzt muss ich mal gerade auch mal. Oh, natürlich keine Munition. Super. Wer braucht die auch schon? Okay, dann müssen wir es ohne. Wie viel Munition haben wir denn noch? Oh! Ha. Ja, nee, Munition. Hier haben wir noch 3 Schuss und hier noch 12. Naja. Wir sollten uns vielleicht noch eine andere Waffe erstmal als Ersatz für die organisieren. Hier so ein Maschinengewehr. Wir können den Revolver später ja immer noch wieder aufsammeln. Okay, und dann wollen wir uns mal den Propheten stellen. Darauf haben wir ja ein bisschen lange gewartet. Schauen wir mal, was der gute Mann so zu seiner... Du willst einen Tisch machen, falscher Hirte. Ja. Aber hier läuft die Zeit rückwärts, ehe du Erlösung findest. Manche Sünden können nicht vergeben werden. Ach so. Ich habe keine Ahnung, wovon der quatscht. Finden wir aber raus. Machen wir erstmal auf das Türchen. Was für Sünden? Ups. Konfrontiere Comstock. Okay. Das ist mein Turm. Was ist ja, das? Der Siphon? Ich hab das da gesehen. Ich hörte dich von oben singen. Und die Maschine erwachte zum Leben. Und dann im Grab meiner Mutter war eine kleinere. Sie haben mich ausgesaugt. Vielleicht kann ich deshalb nicht... Was? Als ich klein war, konnte ich nicht nur Risse öffnen, sondern sogar neue erschaffen. Überall hin, wo ich hin wollte. Aber in dem Turm... Ja, ich bin gleich bei dir. Mhm. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Das ist, wie das Ding explodiert anscheinend. Battleship Bay, das kennen wir ja noch. Geh weg. Ich bring's zu Ende. Booker, nein. Das geht nur ihn und mich was an. Du tapst in eine Falle. Ich muss das tun. Oh, da ist er. Komm her, Kind. Oh mein Gott, er ist Komm, ich beiße nicht. Was bist du groß geworden? Ja, kriegt die anderen, jemand anderes auch gerade Gänsehaut? Sag's mir. Was bin ich? Sieh dich an, wie du aussiehst. Hey, lass sie los. Elizabeth, ich habe alles nur zu deiner Sicherheit getan. Sicherheit? Wovor? Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die Berge der Welt in Flammen hüllen. Doch der Erzengel sprach auch, hüte dich, Prophet. Hüte dich vor dem falschen Hirten Booker DeWitt. Wie eine Wand wird er stehen zwischen ihr und ihrem Schicksal. Warum? DeWitt, ich bin ein Narr. Mächtige Armeen habe ich gegen sie geschickt. Feuer habe ich auf sie niederregnen lassen, nur um sie von ihr fernzuhalten. Mhm. Dabei hätte ich ihr nur die Wahrheit sagen müssen. Frag ihn, Kind. Frag ihn, was mit deinem Finger ist. Frag DeWitt. Lassen Sie mich. Los. Was zur Hölle, was machst du da? Eingreifen, eingreifen. Sie ist deine Tochter, du Dreckskerl. Und du hast sie im Stich gelassen. War's das wert? Hast du gekriegt, was du wolltest? Sag's mir! Raus damit! Es ist vollbracht. Nichts ist vollbracht. Booker! Ihr sperrt sie ihr Leben lang ein. Booker! Schneidet ihr den Finger ab und schiebt es auf mich. Booker, hör auf! Ich glaube, der hört nicht mehr auf. Du hast ihn getötet. Was hat er gemeint? Hä? Sag mir, was er gemeint hat mit meinem Finger. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich dachte, du bist damit geboren. Ich weiß nicht. Deine Nase. Sie blutet. Was? Elizabeth, ich schwöre dir, ich weiß nicht, was er damit gemeint hat. Oh doch. Du erinnerst dich nur nicht daran. Nein. Ich beweise es dir. Wir zerstören den Siphon. Die Antwort liegt hinter einer deiner Türen. Du musst sie nur zerstören? Das ist der ganze Turm, Booker. Wie sollen wir das machen? Keine Ahnung. Ich lasse mir unterwegs was einfallen. Ja, das ist immer der beste Weg. Erstmal hinfliegen, ne? Okay. Puh, ich bin ein bisschen gespannt, wie das ausgeht, ey. Finde die Steuerung. Erstmal gucken wir uns noch ein bisschen um hier. Ich sehe ein Bild von Elizabeth. Tja, so wird das wohl nicht mehr passieren. Gut, ach, es geht einfach geradeaus weiter. Komm, Lizzie, lass uns mal hier weg.
Dieser Ort versprüht eine leichte depressive Stimmung. Natürlich ist hinter dem Bild die Steuerung. Oh Gott. Bridge. Ah, wir brauchen doch... Oh nein, da brauchen wir eine Haarnadel für. Ne? Door must remain closed at all times. Kriegst du es auf? Tür muss also immer zu sein. Wer steuert das Ding dann? Naja. Ach, wie süß. Das ist ja mal oldschoolig. Okay. Jo, wollen wir mal los, ne? Darf ich fahren? Ja? Okay. Käfig. Käfig, was hat das... Und jetzt? Was will sie uns sagen? Käfig, Jaula, Gabia, Cage. Cage! Käfig auf Englisch! Sie sagten, sie wüssten, was gut für uns ist. Booker? Sie sagten, ja. Sie wüssten, was kommt. Booker! Hast du das vorhergesehen, alter Mann? Wir müssen uns bereit machen. Ich glaube, die wollen an Bord kommen. Moment! Du setzt deine Tochter nicht der Vogel. Auf den Thron. Wir schicken sie ins Grab. Oh, was machst du denn? Wir müssen ihn ansingen. Okay. Ihn ansingen. Elisabeth, hör auf. Es sind Musiknoten, Booker. Die Noten. Ein Lied. Ah. Sag mal los. Oh. Oh. Song wird es mal wieder da. Oh, richtig, richtig lieb. Psst, ist ja gut. Ich bin hier. Wirst du mir helfen? Du musst mich beschützen. Tust du das? Tust du das für mich ein letztes Mal? Bitte. Oh. Los. Los, 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 los. Booker, er hilft uns. Wir können ihn gegen die Vox-Flotte einsetzen. Okay, das ist cool. Was soll ich tun? Booker, Raketen! Ja. Wo? Auch da hinten. Cool. Drei. Vögel. So, okay, wir müssen... Oh, was müssen wir denn machen? Du kannst jetzt Songbird befehlen, feindliche Bedrohungen anzugreifen. Ziele auf ein beliebiges markiertes Ziel und halte F gedrückt, um den Angriff zu starten. Größere Ziele verursachen eine längere Abklingzeit. Was Booker, haben wir denn? Machen wir das Songbird, doch mal direkt. Hol das Kampfschiff runter! Oh, wie awesome. Wir brauchen das Ding, um nach Monument Island zu kommen. Hä? Was? Ich höre immer noch Vox. Aber wo? Ah, da. Ich brauche dringend eure Waffenmunition. Ja, kein Problem. Kriegen wir alles hin. Wo? Oh Gott, ist ja furchtbar. Wo sind Schiffe? Ich sehe keinen auch da hinten. Tatsächlich, da. Ja, gib her. Bitte sehr. Danke dir. Dankeschön. Oh, es regnet sogar, sehe ich jetzt gerade erst. Songbird ist bereit. Songbird ist bereit, dann schicken wir den direkt auf den. Das Kampfschiff aus. Aua. Und euch halte ich auf hier mit ein paar Vögeln. Ich habe das Gefühl, hier muss man direkt in die Action rein, sonst überleben wir das nicht. Wir müssen anscheinend hier das Schiff nämlich beschützen. Da oben ist so ein Balken vom Schiff, Zeppelin, was auch immer. Ich hasse sowas ja, ne? So eine beschütze dies, beschütze das Mission sind immer Essen. Der Transporter, Booker! Was, wo, wer? Ach, da. Ach, die Scheiße. Oh Gott, das ist hier so ein Ding drunter. Oh Gott, ich habe gar keine richtige Waffe für sowas. Oh, vielleicht doch. Der Songbird ist bereit. Okay, aber wogegen? Da. Mach das kaputt. Komm noch mehr. Kriegen wir alles hin. Ich wechsle jetzt erstmal auf das hier und dafür kriege ich neuen. Ich höre Leute schießen, aber ich sehe sie nicht. Da. Hier, nimm das. Ah. Oh, was ist das denn für einer? Der hält ja auch endlich viel aus, auch so ein Dicker. Oh. Ah, geht kaputt. Jemand? Er ist bereit, Booker. Oh, toll, mein Handy klingelt. Egal, das ziehen wir jetzt noch durch. Wo? Was? Wer? Ach du Scheiße. Den kriegen wir auch kaputt mit ihm? Keine Ahnung. Sehe ich nicht. Wir erstmal da hoch. Brauch einen besseren Überblick. Tatsache. Los, mach das Ding kaputt. Hol ihn runter.
Oh, oh nein, nicht die Viecher. Oh, scheiße. 3-3, ich brauche Elektrizität. Okay, wir müssen mal gucken, dass wir die möglichst frühzeitig kaputt kriegen. Auf auf das Ding. Scheiße, ja, brauche ich. Danke. Ist das kaputt? Ja. Wer beschießt mich hier? Wer hat euch das erlaubt? Vielen Dank. Dankeschön. Oh, ihr kriegt noch ein paar Flügel rein. Macht nichts. Ey, hört auf, mein Schiff anzugreifen. Ich brauch das noch. Es ist ungehörig von euch. Na. Gehst du mal kaputt da oben? Was sagen wir den Gründern? Ich weiß es nicht. Was sagen wir den Propheten? Oh Gott, es geht sowas von der Munition aus. Ich muss hinten gehen. Ich kann Songbird rufen, Booker. Ja, okay, wo denn? Ich höre da Geschieße, aber ich sehe nichts. Zerstöre alle Vox-Zeppeline. Okay. Den erstmal. Greif den Zeppelin an. Oh nein. Ein Patriot, Vorsicht! Ah, wieder zwei Stück davon. Ich habe irgendwie keine Munition mehr. Das stellt ein Problem dar. Vielleicht. Ja, oh, ich habe doch hier andere Patriots umgebracht. Ja, genau. Warte mal. Lass mich mal das hier aufnehmen. So, oh. Oh, die interessieren sich für mich einfach auch gar nicht. Das ist gut. Lass mein Schiff in Ruhe. Aua, 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 aua. Viel zu viel Action. Hier war doch noch einer. Da. Ja, auf mein Schiff anzugreifen. Oh, toll. Geh kaputt! Okay, der ist auch hinüber. Zerstöre alle Vox-Zeppeline. Wie sieht's mit Songbird aus, Junge? Wir bräuchten dich. Aber irgendwas Dickes schießt hier oben. Songbird ist noch nicht wieder ready. Kaputt. Oh Mist, ey. Unser Schiff lebt noch. Songbird, wir brauchen dich. Aua. Booker, ruf ihn her. Ja, geht los. Mach das Ding kaputt. Oh, oh, was ist das denn hier für einer? Ja, ja, damit. Jetzt noch. Ja, was ist denn hier noch so am Sprühen? Ach, hier. Hä, ja, wo kommt das her? Mein Schiff, mein wunderschönes Schiff, hört auf mit der Scheiße. Ah, oh, es war ein Kampf. Noch mehr Zeppeline? Wo denn? Oh. Ist ja bald mal Ruhe im Karton. Ich sehe keine Zeppeline mehr. Ich sehe auch keine Typen mehr. Aber irgendwas ist hier noch am Schießen. Müssen wir mal gucken, wo. Suche Elisabeth am Bug auf. Ah, okay, wir scheinen das. Ja, geht so, ne? Lizzie? Okay. Geh du schon mal vor, ich komme gleich nach. Wir machen jetzt erstmal hier mit diesem Part Schluss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß soweit. Okay, sie fährt da weg. Wir fahren im nächsten Part dann Elisabeth hinterher und ich denke, es sieht dann auch nach Ende aus. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Mal. Euer Blaufuchs.